Musik ist ein wichtiger Bestandteil des Hextech Mayhem Erlebnisses. Kopfhörer werden dringend empfohlen. Und eins und zwei und. Und viel Glück beim nächsten Mal, Van. Warum? Was soll das alles bedeuten? Stell's dir nur vor, Heimerdinger. Die größte Bombe aller Zeiten. Erfunden von mir. Weißt du nicht, dass wir Türen haben? Ich mach mir eigene Türen, Heimerdinger. Ich lass dich ganz sicher kein Loch in mein Labor sprengen. Und diese Bombe baust du auch nicht. Du machst die sofort aus. Geh schon, meine schöne Bombe. Geh nur und explodiere ganz nach Herzenslust. Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu Hextech Mayhem, A League of Legends Story. Ist witzig, mir ist selber Geistesblitz meines Augenwertes, nein, wie heißt das? Im Auge meines Geisteswertes, also mir ist selber aufgefallen, würde ich damit sagen, dass so die letzten Videos sehr League of Legends lastig sind, Riot Games lastig. Ist tatsächlich eine, also man könnte jetzt meinen, das würde ich absichtlich machen, um jetzt das Thema Eintracht Schwandau zu pushen, aber tatsächlich, also die beiden Games hier, ihr Ruined King und das, die kann man jetzt gerade parallel raus, die hätte ich so oder so gebraucht, weil ich finde es interessant, wenn Riot Games Games rausbringt. Und auf der anderen Seite habe ich halt wirklich wieder Bock auf LOL. Durch Eintracht Schwandau, weil ich selber so gehypt bin, dass ich auch wieder spielen will und ich will ja auch wissen, was jetzt so abgeht, wenn ich die Matches später gucke ab Januar und mit den Pros chille, dann will ich auch wissen, was so abgeht, so in der Season. Wie die so funktioniert, Items, Champs, was Meta ist. Das macht echt Bock. Gut, dieses Game hat kein Hauptmenü. Also, man hat keine Option. Irgendwie Lautstärke oder... Wir haben hier keine Räder. Ah! Hohe Leistung, hohe Genauigkeit. Okay. Sind wir hier auf einer Konsole? 120? So, danke. Hallo! So. Gut. Ach, spielen wir. Maus, okay. Also. Der ganze Bums hier ist so ein Rhythmus-Game. Nee, wie heißt das? Also, ja, wir gehen einfach rein und sehen das selber. Deine Masche, Mr. Leichtsinnig, Dix. Oh, danke, das ist aber nett. Warte mal, ich muss kurz... Rock'n'Roll! So, also genau. Man muss hier auf dem Beat Sachen machen. Das ist linke Maustaste. Guck, steht da oben. Verstanden? Der Pfeil nach unten ist mittlere Maustaste zu drücken. Einfach schön auf dem Beat. Dafür brauchen wir ein Taktgefühl, Digga. Weil auf der Waldorfschule, da lernt man's. Scheiße. Übrigens, ich hocke hier scheiße, ne? Weil er ist ja hier. Rock'n'Roll! So, ich mach's so. Zack. Ah ja, passiert. Oh. Oh. Ja, ich hab's im Blut, also ich bin ja musikalisch. Ja, hab ja auch viel Klarinette gespielt. War im Chor. C-Flöte. 4 Jahre Klavierunterricht. Ich hab alles gemacht. Und jetzt C-Dur. Oh, jawohl. Aber es ist ein bisschen weird, dass ich das mit der Maus mache. Vielleicht muss ich das mal umstellen, oder? Oh, yeah. Das ist bisher alles recht easy, easy, locker von der Hand, Digga. Yeah. Aber warum mache ich es mit der Maus? Rock'n'Roll! Ach, das ist Training. Ich habe das Level noch gar nicht gestartet. Oder...
Das war Escape. Okay, es geht los. Nichts dagegen. Okay, also wir müssen diese Zahnräder sammeln. Ups. Ach lol, ich kann auch wirklich hier mit den Bomben noch parallel. Ich mach das einfach mal. Oh. Genau so muss das. Wie nennt man diese Art von Game? Diese Rhythmus? Genau so. Oh shit. Oh, das war der Doppelte. Oh, jetzt kommen die Raps. Yeah. Scheiße ist das, ey. Die Häuser im Hintergrund, die gehen mit dem Beat. So sieht's aus. Alter. League of Legends hat ja auch eine eigene Band hier. Wie heißen die nochmal? Eine Metal Band. Oh shit. Wie heißen die nochmal? Pentakill. Alter, gönnt euch Pentakill, wirklich. Die Musikvideos schallern. Musik für meine Ohren. Fetz. Also wirklich. Fetz halt wirklich. Essen ist fertig. Essen ist fertig? Oh shit. Ah, verkackt. Trifft die Symbole, um dich zu erholen. Ach so. Geht weiter, Freunde. Das hat geleckt. Das war nicht fair. Aber ich würde mich... Also, ist es schlimm, wenn ich zu viel tippe? Also, ich kann zum Beispiel die ganze Zeit auf Bomben ballern. Ne? Und dann haben auch die Felder geleuchtet, wenn ich die getroffen habe mit einer Bombe. Aktionspräzision 87 nur. Okay, wir stellen um auf Controller, Leute. Geht das? Können wir umstellen auf Controller? 46 von 50 Platin? Naja, fürs erste Level. Warte mal, ich würde jetzt gerne mal... Guck mal. Wir probieren es jetzt mal mit Controller. Bombenbude? Achso. Was ist Bombenbude? Ey, Junge. Ich bin gerade ein bisschen... Warte, ich gucke jetzt erstmal, wie man dieses scheiß Game also bezeichnet, das Genre. Das ist... Nur ausgeglichen? Das war übel der Banger. Oder ist? Ein Action-Indie. Action-Indie. Das hat doch einen Namen. Es gibt doch dieses richtig krasse, was man nur mit der Maus zockt, wo man die ganze Zeit den Cursor so auf dem Beat richtig heftig in Form und so weiter. Hextech Mayhem. Ich google das mal schnell. A New Rhythm Runner. Ein Rhythmusläufer. Ja. Okay, warte, aber ich wollte hier, genau. Er will nicht, oder was? So, machen wir Bombenbude. Okay, das war Platin. So, jetzt... Kann das sein, dass es ein Konsolenport ist? Das macht jetzt alles auch ein bisschen mehr Sinn. Jetzt bauen wir hier mal die Bomben zusammen. Weil wir haben ja unsere Räder. Mist! Wie Mist? Hä? Ich wollte einen Hammer Jammer bauen. Oder was? Ja, okay, wir gehen nochmal rein. Wächtergefühle. Was ist denn die Story? Schön wieder da zu sein, Piltover. Rhythm Runner. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Nee. Was ist denn... Nee. Scheiße. Was? Moment, was ist denn die Steuerung? Steuerung! Scheiße. Was ist nach runter wieder? Nee. Scheiße. Ja, ohne Witz, was? Kacke. Kann ich nochmal raus? Nochmal gerne das Tutorial, wo mir das Fix gesagt wird. Nach deinem Maßstäben ist das leidselig, Dix. Oh, danke. Das ist aber nett. Soll man eigentlich die Story mitkriegen in diesem Black Screen? Ah, sehr gut. Die Grundlagen. Pfeil nach unten? Okay. Ja gut, dann können wir starten. Pfeil nach unten. Crazy. Gut. Ja, aber jetzt, das Level hatten wir ja. So, also. Pfeil nach unten und A und X. Gut. Ich werde später, gibt's 1000 Tasten. Auf und davon. Yeah. Ich fühle das übel. Ich habe da eins nicht eingesammelt, ne? Oder? Volltreffer. Ah,
Shit. Das war kacke. Okay. Also man muss sich aber auch ein bisschen konzentrieren. Oh, der Dicke. Zack. Oh. Ach, wenn man richtig gut trifft, dann kommen die heftigen Rips. Shit. Ah, und dann wird es auch ein bisschen slower, wenn man Kacke baut. Scheiße. Okay, verstehe. Ja, jetzt muss ich mich natürlich erstmal umgewöhnen. Ist nicht ideal. Führt ihn ab. Yeah. Oh shit. Oh nee, alles falsch. Scheiße. Vielleicht war es mit Maus doch ein bisschen besser. Kam ich besser klar. Wie ich so die Augen zumache. Ey, aber ich hab's hier geschafft. Okay, ja, das ist nicht mal Gold, ne? Doch. Okay. Wir machen trotzdem mal weiter. Kann ich nicht einfach schnell nächstes Level? Wie viel haben wir? 5 nur? Nee, da 5 übrig, ne? Was muss ich machen? Oh, Mist! Hä? Rall ich nicht. Warte mal. Ach so. Aber jetzt so die Story habe ich nicht so gereilt. Aber nur Heimerdinger erfindet was in dieser Stadt. Ist, glaube ich, scheißegal, oder? Also Six ist einfach nur ein Piltover und baut Scheiße. Das ist bisher die Story und Heimerdinger ist sauer. Wollen wir? Gerne. Oh yeah. Was zum? Oh yeah. Ja. Oh, was wollen die Bullen hier? Scheiße! Entschuldigung. Ich muss mich halt richtig in Rage zocken, dann geht's ab. Gedodged. Scheiße! Alter, ist das dumm. Oh shit. Hast du mich vermisst? Nee, ja, klar. Eigentlich muss man halt nur hören, gar nicht gucken. Also nur, welche Symbole kommen. Aber ansonsten geht man ab und fühlt den Beat. Versteht ihr? Ein bisschen fühlen. Und dann, komm auf die heftigen Riffs. Oh, Scheiße. Junge, Alter. Oh, Scheiße. So, jetzt geht's weiter. Dodged. Wie kann man das Game eine Kacke finden? Es geht ja heftig ab. Gut, also der Musikstil. Ich will halt wieder, dass die heftigen Riffs kommen. Versteht ihr? Ich brauche heftige Riffs. So. Hä? Naja gut, ich habe halt viel reingeschittet. So, Zeit für, genau, Level 2. Ich wette, man kann das so richtig heftig mastern und dann... Aber was ist denn das hier für eine Kacke? Und wieso habe ich 8? Das reiche ich halt nicht. Aber ich kann es so anwählen. Wie unfair! Ach so, ich habe die ganze Zeit nicht genug. Aber man kann es trotzdem anwählen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, beim ersten Mal hatte ich genug. Na, ist auch egal. Also, eine explosive Ausbildung. Jetzt sind wir Akt 2, gehe ich mal von aus. Und ab jetzt, ach guck mal, da steht auch, wie viel Schrauben man sammeln kann. Ab jetzt wird es wahrscheinlich der heftiger. Der Sprengmeister ist wieder da. Das bin ich. Aber warum ist das denn ausgeglichen bewertet? Also ausgeglichen auf Steam ist ja schon richtig schlecht. Versuch doch, mich aufzuhalten. Und ich finde, das fetzt halt. Also, ich meine, man muss halt diese Art von Game mögen, vollkommen klar. Und wer das halt nicht kann, ist ein unmusikalisches Stück Scheiße. Bin ich ehrlich. So. Läuft wie gespielt. Versteht ihr? So, und jetzt hopst du mal ein bisschen. Oh, da fliegt der.
Oh, yeah. Alter, geht das? Oh, Mann! Hä? Da war noch nix. Hallo. Aber das wird locker dir. Oh Gott, ja, jetzt wird's aber ein bisschen mehr, aber es ist ja nur hin und her. Seid ihr gereimt? Ja, also ich muss auch sagen, das Commentary fällt mir zunehmend schwer, Digga. Weil es natürlich abgeht. Aber ist ja auch in Ordnung. Einfach ein paar mehr Füllwörter, dann geht's auch abends hier. Ja, kein Problem. Ich hab übel Spaß. Probieren wir es nochmal. Okay. Yeah. So. Ja gut, das ist easy. Oh shit, ich bin so dumm. Nee, das machen wir nochmal. Okay, ich pass auf. Der wird jetzt flawless. Okay? Der wird jetzt so. Es kann nicht sein, dass ich mit Platin einsteige und danach nur Shit ist. Den machen wir jetzt nochmal. Und nicht einen Fehler. Erst Chaos, Fragen, und ich halte meinen Maul. Versteht ihr es? Also ich halte wirklich meinen Maul. Das wird ohne einen Fehler. Ist ja auch nicht schwer. Ich meine, es sind drei verschiedene Symbole. Neu. Oh lol. Also ab jetzt. Ein Versuch mehr brauche ich hierfür nicht. Ab jetzt. Und vielleicht einfach durch die Fresse halten, weil dann fetzt das auch. Ich bin geboren für dieses Game. Schnappt ihn euch! Ist okay. Den habe ich eben schon verschissen, weil ich nur hochgucke. Ab jetzt wird's heftig. Aber ich komme auch kaum dazu, mir die Umgebung mal anzugucken, weil ich nur auf diese scheiß Symbole fokussiert bin. Ab jetzt, Freunde. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ey, was? Er hat kein gutes Gefühl bei der Sache? Ich will jetzt eins wirklich perfekt hinkriegen. Und dann gehen wir weiter. Und danach können wir auch wieder ein paar Fehler machen. Das ist in Ordnung. Aber einmal Challenger, das wäre so heftig. Ich meine, es kann ja auch sein, dass das Spiel noch richtig scheiße wird. Komme ich gerade erst selber drauf. Ne, wegen den Bewertungen nochmal. Hey, wie soll man das denn da oben einsammeln? Jetzt geht's aber ab. Jetzt vibriert die ganze Bude hier. Das wird so perfekt. Aber ich halte jetzt wirklich mein Maul. Scheiße. Meine ganze ich hau auf den Tisch in die Aufnahme. Ja, wir cutten das einfach so, als wäre das hier mein erster Versuch. So klar. Arschlecken uncut. Ey, das war bitter eben. Ich war so im Flow. Aber manchmal sehe ich schon, dass hier Schrauben, ne, Dings. Oh Mann, ich kann mich nicht konzentrieren, die Scheiße. Dass hier Muttern. Schraubenmuttern? Nee, wie heißt denn die Kacke hier? Zahnräder! Dass die scheiß Zahnräder auch manchmal so an Orte sind, wo man eigentlich nicht hinkommt. Da muss man wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, extra dafür dann spielen eine Runde. Und manchmal gibt es auch diese blauen Flecken. Ich glaube, wenn man da eine Bombe hoch dran wirft. Okay, ich halte jetzt wirklich mal mein Maul. Was zum?
Jetzt geht's ab. An! Aufgepasst, Piltover! Ich bin bereit! Ja, den Part können wir auch skippen, der ist ja einfach halt, weiß ich nicht, auf Klo gehen. Nachdem man einen schönen Kaffee kredenzt hat. Hey! Den habe ich verkackt? Ab jetzt wird's heftig, Freunde. Ich weiß, ihr schaltet jetzt gerade erst ein, ihr habt hier hingeskippt, weil ihr merkt, oh, die Stelle hier geht länger. Das ist wohl sein Try. Das ist wohl der heftige Try, wo er es schafft. Da bin ich nochmal interessant. Also mal reingucken, wie skilled er wirklich ist. Oh yeah. Was mache ich mit meinem Leben? Das ist einfach nur... Ich dachte schon, ich hätte es verkackt, aber es war nur der Zunder, der gezischt hat. Stopp. Die eine da kriege ich nie. Ne? Ich muss aufhören zu reden. Es ist wirklich, es ist ein Fluch. Es ist wie eine Krankheit bei mir. Ich kann nicht aufhören zu sammeln. Also ganz ehrlich, wenn ihr es jetzt, also... Ich rede schon wieder. ist ja schlimm. Muss ich die, weiß ich nicht. Also, gibt es eine Krankheit, dass man... Sehr gut. Oh, bald kann ich es auswendig. Siehst du, da oben waren doch Zahnräder. Geht's ab. Gleich kommt die Stelle, wo ich immer verkacke. Und ich fühle mich noch nicht bereit. Alter, Challenger! Aber ich wette, man muss noch all den anderen Kram auch einsammeln. Um da... Ey, nicht mal Diamond? Ich habe 100% Aktionspräzision. Jetzt verstehe ich, warum das ausgeglichen bewertet ist. Das ist ja nicht cool. Aber ich habe schon gesehen, man muss manchmal einen Bereich... Also da waren... Orte, wo Zahnräder war, wo man gar nicht jetzt hingekommen ist. Aber irgendwie kommt man da bestimmt hin. Okay, wir gehen in die Bombenbude. So, wie viel haben wir jetzt? 11. Gut, TNT für 2. Papier schlägt Stein. Alter, ich hätte echt nicht gedacht, dass das Game so bockt. Explosionen schlagen alles. Was mit ihm? Kanonenkugeln! Gerade nur geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Aber ist ja heftig. Der hier muss. Also bisher sind es halt nur drei Sachen. Drei Knöpfe. Vielleicht ist deswegen auch, die Leute wollen es schwieriger. Vielleicht ist es zu einfach. Aber ganz ehrlich, das ist halt so ein chilliges Casual-Game. Ich weiß, das wird doch richtig heftig schwer. Also offensichtlich sind wir ja in Rabauke. Ne? Oh shit. Wir bauen hier richtig viel Scheiße. Und die Polizisten finden uns überhaupt nicht geil. Und jagen uns. Oh, jetzt mal ein bisschen chilliger.
Jetzt kommen wieder die Riffs, I like. Und da habe ich so einen blauen eingesammelt. Oh yeah. Scheiße. Ach, Scheiße, Scheiße! Aber das Level war jetzt sehr ähnlich wie das letzte. Ja, das ist Gold. Oh, aber 90, immerhin. 90. Hm? Was ist Chaos? Ich versuche mal mehr Bomben zu spammen. Gib mir Supertover. So langsam magst du mich. Ja, aber wie macht man Diamond? Ich wette, Diamond ist das Höchste und dann kommen nicht Master Challenger. Bin wieder da. Hey, wie soll man da denn zum Beispiel? Siehst du, man muss einfach mal springen. Glaube ich. Zum Beispiel diese blauen Felder auf dem Boden. Das machen wir jetzt nochmal. Ich habe gerade versucht zum Beispiel... So, warte, hier. Du da! Das wird voll der Spaß! Siehste? Da bin ich einfach mal gesprungen. Oh nein! Wie konnte das passieren? Ausgezeichnet! Ja, aber... Also... Hier habe ich jetzt nicht so viel... Also ich sehe jetzt nicht so viel, was ich verpasse. Halt! Guck mal! Seh das! Ich schmeiße einfach auf dem Beat jetzt auch mal was hin. Hä? Auf geht's! Wird man eigentlich zurückgesetzt oder geht's einfach weiter? Da sind so viele blaue Sachen. Nee, es geht tatsächlich weiter. Okay. Also ich habe das Gefühl, man kann zwischendurch noch sowas reinmixen. Eine Bombe hier, ein Jump da. Und dann wird's heftig. Und dann kommt man bestimmt auf dir. Und dann kriegt man vielleicht diesen Chaos-Aspekt. Ich glaube... Es war wieder Platin, okay. Ich glaube, diese blauen Felder, die man hitten muss mit einer Bombe, wenn man das viel schafft, dann ist heftig. So, aber ich will jetzt mal irgendwie was Neues. Ich will mal was Neues. Aus dem Weg! Haltet mich! Aber die ist... Also, gut in so einem Game-Story. Rock'n'Roll. Oh, es ist Lektion 2. Hä? Ja... Was ist jetzt Chaos-Modus? Hextech-Objekte weisen auf mehrere Möglichkeiten für Bonus-Chaos hin. Versuche. Hä? Ja, was versuche? Was? Gizmos weisen. Das ist zu kurz da! Lass die Musik da hinzu. Es ist zu kurz drin! Nein! Nochmal! Rock'n'Roll! Kann man pausieren, wenn... Nein. Ich war noch nicht ready. Level neu starten. Nee. Ach, scheiße. Okay. Ich habe Start gedrückt, deswegen ist er instant reingegangen. So, jetzt nochmal. Schnell lesen. Jo, ist ein Hänger, Game. Okay. Versuche ein paar zu zerstören. Ach so.
Was sind Gizmos? Also bei den blauen Sachen muss ich die nicht werfen. Was sind Gizmos? Sind das die Zahnräder? Also geil, dass sie das einen erklären, was Gizmos sind. Ja, bei den Gizmos ist das ein guter Ort, um meine Bombe zu werfen. So? Nee. Ich verstehe es halt legit nicht, was sie von mir wollen. Was sind Gizmos? Junge, es kann nicht so schwer sein. Also. Ach so. Ah, ich springe einfach trotzdem. Ach, guck mal. Ich kann letztendlich alles nehmen. Ich kann ein bisschen freestylen. Versteht ihr? Ich freestyle einfach für jedes Feld. Ah, okay. Gut, dann freestylen wir jetzt. Ey, ich fühle mich wie so ein E-Gitarrist, der richtig ausrastet. Okay. Man muss natürlich auch gucken, dass man... Nee, man muss schon auch die Sachen dann treffen, ne? Yeah. Genau so. Man muss halt auch... Oh, jetzt fetzt es. Man muss halt auch trotzdem noch die richtigen Felder hitten. Aber wenn man ein bisschen Luft mal hat, dann kann man da schon was reinmixen. Und ich glaube... Scheiße. Scheiße. Aber ich versuche gerade ein bisschen zu freestylen. Aber ist schon... Da muss man schon ein bisschen üben dann, glaube ich. Auch so ein bisschen Offbeat mal. Oh, scheiße. Jetzt. Ja, okay. Aber das ist jetzt unsere Spielwiese. Ich mach das. Das war ja komplett scheiße. Wollen wir... Das war nix. Versuch doch, mich aufzuhalten, Heimerding. Ne, warte mal. Also jetzt, warte. Erst Chaos, Fragen, irgendwann. Nee. Also wenn man diese Felder mit dem Lichtstrahl da drauf springen. Da, wenn es sich anbietet. Was für ein Spaß. Ja, okay. Also ich versuche einfach mal durchzukommen. Und wenn ich Bock hab... Dann lande ich was. Jetzt geht's auch wieder. Ich find's so übel geil, wie das, wenn man eine gute Streak hat, es halt immer intensiver wird. Das ist nice. Das fetzt schon. Das macht dann übel Bock. Man hat dann das Gefühl, das läuft. Scheiße. Legen wir los. Stehen bleiben. Ah, das war... Ah, okay. Also da so ein bisschen Off-Takt. Nee, wie heißt das? Hier, Johnny, der ist doch Dirigent. Oder war. Der hat mal ein Ensemble dirigiert. Da, also der muss es doch hoffentlich gestreamt haben. Da sehe ich ihn ja mega. Der hat noch ein viel, viel besseres Taktgefühl. Scheiße.
Aber da sowas untermixen. Also ich habe schon Bock, dass man in dem Game... Ja, ja, so ein bisschen Offbeat. Meine Bombe. I tried. Ja, ich will es halt direkt auch wissen. So, jetzt so ganz normal. Nee, ja, ja. So, auf normal das jetzt spielen, das ist zu langweilig. Man muss schon direkt Vollgas geben. Habt ihr gemerkt? Eben hatte ich's. Oh, scheiße. Oh yeah! Da habe ich gerade zweimal... Habt ihr gesehen, Alter? Hast du mich vermisst? Oh shit. Da ist der! Oh shit! Aber ich weiß jetzt, was das Game von mir will. Hat aber hochspringen. Wie viele Tries habe ich eigentlich? Hallo. Ah, da hat er die hochgefahren. Ach, hier kommt nichts mehr, wa? Probieren wir es nochmal. Ah, doch. So ein richtig langes Level würde ich auch fühlen. Ey, okay, gerade bin ich halt vollkommen raus, Scheiße. Oh, das war zu früh. Scheiße! Ja, ich glaube, jetzt will ich so ein bisschen zu viel rumfummeln. Wisst ihr, wie ich meine? Scheiße. Da wollte ich jetzt auch zu viel, aber ich finde, man muss es auch ausprobieren, um dann... Nö, finde ich total in Ordnung, wie ich da gespielt habe, tatsächlich. Weil man muss sich da rantasten und ranfuchsen. Und dann schön Offbeat auch mal ein bisschen mit der schönen Bombe, so sehe ich mich. Komm, eins geht noch. Kein Safe ist sicher! Geil. Okay, Abfall. Hallo, Piltover! Guck mal, da habe ich ein bisschen was runtergemixt. Für euch! Oh, shit. Ja, Alter, da mache ich ein paar Zusatzmoves. Oh, hey. Yeah, jetzt bleib läuft's. Bei mir. Oh, jetzt ist es aber gemixt auch. Ne? Oh, shit. Da hätte ich Bombe machen sollen als Zusatz. Bin wieder da. Nein, da hätte... Bombe. Man muss Bomben mixen, nicht runterspringen. Scheiße. Ja, man muss schon im Takt bleiben. Auch mit den Zusatzaktionen. Okay. Ey, aber wenn man jetzt die ganze Zeit nicht resettet, kommt man schon gut durch. 86 mal eben so. Das geht, das geht. Wann haben wir denn mal hier genug Sachen? Hier für so eine Bombe. 21. Ja, okay, das wollen wir auch noch. Hier, let's level. Es wäre geil, hätte man dann so einen Bossfight, wo man so auf dem Laufband ein bisschen ballern muss. Wisst ihr? Also man endet dann... Ich kann grad nicht, Leute. Oh yeah. Oh. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen easy. Ah. Ah, scheiße. Also immer wenn eine Bombe kommt, kann ich da drauf. Schon mal. Scheiße!
immer wenn ein Zahnrad kommt, kann ich da schon mal gerne eine Bombe droppen. Aber wenn ich mich halt zu sehr drauf konzentriere, dann geht's schief. Ich will zu viel. Ich will die ganze Zeit, wenn es geht, die Bomben untermixen. Legen wir los. Scheiße. Also, es läuft nicht. Aber das Spiel ist schon... Shit. Ja, ja. Also, das Spiel ist aber schon auch sehr gnädig mit meinen Aktionen hier. Sehr gnädig, aber ich hab's geschafft. Was hab ich verpasst? Ja, das Bronze. Bronze, absolut shit. Ja. Nee. Silber! Wie soll man denn noch schlechter spielen? Okay. Na gut. Aber man wird so peu à peu rangeführt, ne? Warte mal. Können wir jetzt? Oh, zwei noch. Ja, gut, ihr seid aber. Hä? Schließe 9 Level ab, habe ich. Und 360 goldene Schrauben. Kann ich den umrüsten? Nicht genug Geld. Leute, kann ich dann andere Sig spielen? Oh, das wäre übel geil, hätten die andere Mucke dann. Weißt du, der eine so, der Pirat hier, der ist eher so Seemannsmucke. Guck mal, die kosten auch nur 4, aber ich habe 0. Das sind die, die an komischen Orten sind, diese weißen Zahnräder. Auf die kann man spielen, aber dann ist halt das Level Shit. Okay. Hm, hier habe ich jetzt eben viele liegen lassen. Guck mal, da ist auch eine weiße. Hier wäre rein theoretisch, wäre hier eine weiße in dem Level. Da. Man muss halt nur wissen, wo und die finden und dann blau. Und dann kann man sich auch andere Skins freimachen. Und dann hat man vielleicht eine andere Mucke. Also das ist schon geil, finde ich. Okay, wir machen das Level nochmal und sammeln jetzt alle goldenen. Bomben überall! Weil dann kommen wir erst ins nächste Level. Das ist ja geil. Okay, also ist das Spiel... Aufgepasst! Konzentriert. Ausgezeichnet. Konzentriert ihr bei der Arbeit. Oh yeah. Habt ihr gesehen? Das war ganz viel Offbeat. Das war auch ein bisschen Offbeat. Zwei habe ich mich getraut und ich bin immer noch im Flow. Es ist fertig. Oh yeah. Das ist nicht schlecht. Wieder ein paar Offbeat mitgenommen. Scheiße! Oh mein Gott, ich war so gut dabei! Zugabe! Zugabe! Au! Hey! Du erwischt mich! Naja, immerhin! So ein paar mehr Golden habe ich auf jeden Fall jetzt eigentlich. Alter, ich habe ein paar Achievements. Heftig! Oh, das, aber jetzt der Chaos-Faktor, wie war der? Ich habe eine silberne! Eine weiße? Ja, krass. Und 43 von 50. Oh, jetzt geht's auch weiter direkt. Ja, geil. Okay. So, ich will jetzt aber hier mal gerne... Ja. So, jetzt gucken wir mal. Was ist das? Was ist da drin? Ich bin der weltbeste Erfinder! Hä? Ja, und was ist das jetzt? Was bringt mir das? Die kosten alle 4. Oh mein Gott, ein Timo 6? Nice. Gibt es die wirklich in LoL? Ich bin ja absolut nicht mehr up to date mit den ganzen Skins. Aber den einen da, den kannte ich auf jeden Fall noch. Junge, das hier wird so richtig Drum and Bass locker oder so Dubstep. Safe haben die andere Mucke. Das wäre so cool. Wenn das nur optisch wäre, wäre ja ultra lame.
Okay, so das ist jetzt Akt 4. Neue Features, neue Funktionen. Weil die haben mir jetzt einmal die drei Knöpfe erklärt, dann haben sie mir einen Chaos-Faktor erklärt. Ich bin bereit. Na gut, dann ein kleiner Abschluss-Jam. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nee, nicht zu viel hüpfen. Scheiße. Hast du mich vermisst? Yeah. Ich mach so oft den nach unten. Scheiße. Ich konzentriere mich zu sehr auf diese Offbeat-Scheiße. Nee, ich konzentriere mich jetzt mal nicht mehr auf diese Offbeat-Kacke. Ich will zum Ende hier mal ein bisschen Knie noch zocken. So gut es noch geht. Wobei das auch an sich einfach ist. Ich glaube, das ist auch genau das Ding so. Ach, guck mal. Dass man theoretisch es sehr einfach ist, wenn man hier einfach diesen Symbolen folgt. Aber immer wenn man quasi mehr versucht, wird es halt krasser. Versteht ihr, was ich meine? Also so diesen Symbolen zu folgen, das ist jetzt nicht so schwer. Ja? Wenn man da die Fresse hält, konzentriert ist. Das sind drei Knöpfe, die man in abwechselnder Reihenfolge betätigen muss. Ne, das ist jetzt... Aber man merkt auch, ich misse dann schon recht viel, wenn ich das so mache. Ich schaffe halt jedes Level und auch halbwegs clean. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt alles in dem Level löst und erreicht. Das ist schon ganz cool. Aber ja, die größte Frage wäre wirklich, die anderen Skins... Ist es eine andere Mucke? Das wäre ja unnormal geil. Okay, Leute. Das war Hextech Mayhem. Witzigerweise von Steam. Beide Games übrigens, weil die halt nicht von Riot Games entwickelt wurden. So habe ich es jetzt verstanden. Es waren halt andere Entwicklerteams, aber der Publisher ist Riot Games. Na, kann man hier auch nachgucken. Es sei denn, ich bin völlig falsch informiert und laber einfach irgendeine shitty Scheiße. Publish Riot Forge. Okay. Aber, ne? Dementsprechend ist es, glaube ich, deshalb nicht im Riot Games Launcher, Client, wie auch immer. Ich verabschiede mich. Mega geil. Ey, hat Bock gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.